Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist immer noch Winter Wonderland bei mir, die Sonne scheint. Ich habe einen Rucksack voll Klettersachen dabei. Ein 40 Meter Kletterseil habe ich auch dabei. Und sage, es gibt heute eine riesige Schaukel und es wird ein Abenteuer. Ich gehe hinter mir in den Wald, kletter auf den Baum, mach eine Schaukel da fest und wünsche euch bei diesem Video viel Spaß. Los geht's! Es ist so kalt, dass sich hier auf meinem kleinen Teich eine Schicht Eis gebildet hat. So kalt ist es. Und hier mache ich vielleicht doch Eisklettern heute? Ich weiß es nicht. Aber jetzt geht's erstmal über meine Brücke. Und dann rein in den Wald und wir sehen uns bei meinem Spot wieder. So, ich bin jetzt hier an dem Baum angekommen, wo ich das Seil drüber werfen werde. Das ist dieses Prachtexemplar. Da wird das über diese eine Kuhle da geworfen. Die da, darüber werfe ich das Seil. Und dann wird das 40 Meter Seil eingespannt. Und es wird hochgeklettert. Aber jetzt zeige ich erstmal euch, was ich in meinem Rucksack drin habe. Im Rucksack habe ich dann hier dann einmal das 40 Meter Edelrittseil. Das ist ein dynamisches Kletterseil. Dann hier im Rucksack habe ich dann drin Wandschlingen. Das sind hier 1,20. Wie lang die hier ist, weiß ich gerade gar nicht. Dann einmal ein Petzl Klettergurt. Dann einmal das Seil, wo ich dran schaukeln werde, ist auch nochmal ein Edelrittseil. Das ist eigentlich zum Vorstieg gedacht, wenn man klettern geht in der Wand. Aber dafür benutze ich das jetzt auch hier. Dann habe ich das noch dabei. Dann einmal das Seil, was ich über den Baum drüber werfen werde. Das ist dieses blaue Standardseil, was ich eigentlich immer benutze. Eine Säge und ein Messer habe ich auch dabei. Und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem Wichtigsten. Nämlich einmal zu dem Grigri Plus, wo ich mit aufsteigen werde. Das werde ich euch natürlich noch näher zeigen. Der Aufstiegsklemme. Und dann natürlich auch noch tausende Karabiner. Das sind die Karabiner, die ich an das blaue Seil binden werde, um das hochzuwerfen. Die sind nicht so wichtig. Dann noch Kletterkarabiner. Das ist der Karabiner, der zu dieser Rolle gehört, zu dieser Aufstiegsklemme gehört. Da werde ich euch noch zeigen, wie das funktioniert. Und dann noch drei verschiedene Kletterkarabiner. So, das ist das jetzt alles, was ich hier dabei habe. Hier, das ist eigentlich das Wichtigste, das brauche ich. Diese Sachen hier. Die sind die wichtigsten zum Klettern. Und jetzt werde ich hierdurch versuchen, dieses Seil zu werfen. Und ich sage euch, das wird so lange dauern einfach. Aber es wird irgendwann klappen. Ich habe es geschafft, es ging diesmal ziemlich schnell und ziemlich gut. Es ist jetzt genau da drüber, wo ich es haben wollte. Da zwischen diesen beiden Dingern und wegen diesem Ast da kann das Seil auch nicht mehr verrutschen. Jetzt habe ich mir einmal hier das Kletterseil geholt. Den Rest, den lege ich jetzt hier einfach auf den Boden. Am besten in eine Stelle, wo jetzt nicht so viel Schnee liegt, damit es nicht komplett nass wird. Die beiden Karabiner hier schneide ich ab. Kommt am besten immer so ein kleiner Endknoten rein, damit das Seil nicht wieder aufgeht. Habe ich hier das Seil jetzt? So, durch diese kleine Lücke hier ist das Seil jetzt da eingespannt und kann nicht mehr runterfällen. Und jetzt kann man es ganz einfach mit der anderen Seite hochziehen. Thank you.
Und da ist das Ende jetzt auch schon. Das Ende hier werde ich jetzt an einen Baum binden. Und der Rest kommt hier nach oben. Und ich räume das jetzt hier erstmal alles auf und bereite es ein bisschen vor. So, ich nehme jetzt hier das Endseil und werfe es hier einmal. Am besten wirft man es, vor allem wenn hier ein bisschen Schnee liegt, wirft man es zweimal um den Baum drum. Und dann macht man den berühmt-berüchtigten Achterknoten. Macht hier eine Acht durch das, in das Seil rein. So sieht die dann aus. So. Und dann nimmt man das andere Stück vom Seil. Macht das hier einmal drum. Dann geht man einfach hier die Acht nach. So. Definitiv gibt es schönere Achterknoten, sie sehen aber von beiden Seiten gleich aus, also wird er halten. Der Sinn dahinter ist nämlich jetzt, dass hier, wenn ich jetzt hier an dem Seil ziehe, kommt die Spannung auf das Seil und das schnürt sich hier so wie ein Lasso zu. Ich hänge mich jetzt da dran, ziehe mir den Gurt an, mache mich fertig und dann geht's nach oben. Ich habe mich jetzt hier einmal komplett angezogen. Hier habe ich einmal das Seil, wo ich dran schaukeln werde. Dann die Aufstiegsklemme, das Grigri Plus, zwei Karabiner und die Schlinge. Und jetzt mache ich mich erstmal fest. Jetzt dafür mache ich das Grigri hier auf. Hier ist auch extra noch so ein Bildchen drauf, wie man das einlegt. Lege das Seil ein. Schau die Karabiner zu. Ziehe es einmal ein bisschen stramm, nehme die Aufstiegsklemme, kriege das hier so ein, nehme das Seil, lege es hier durch, schiebe hoch und ziehe einmal fest. Und jetzt bin ich schon gesichert und kann nicht mehr abstürzen. So, ich bin jetzt hier oben angekommen. Ich habe Angst, dass hier mein Handy runterfällt. Sind so um die 10 Meter, würde ich jetzt mal eben schätzen. Und jetzt werde ich diese Schlingen da, die ich da an mir hängen habe, da über diesen Balken, über diesen Ast werfen und da dann was befestigen. Ich kann euch das jetzt nicht so genau zeigen, weil meine Actioncam, wenn es kalt ist, ein bisschen rumzickt und nicht so gut funktioniert. Deswegen zeige ich euch das, wenn ich es aufgebaut habe. Aber so seht ihr mal, wie ich jetzt gerade aufgestiegen bin. Mit dem Grigri Plus und der Aufstiegsklemme hier. Ich habe das mich jetzt hier noch einmal gesichert. Ich habe mir den Karabiner hier an die Seite gemacht. Das hier zweimal durchgewickelt. Einmal durch diesen Karabiner durchgemacht, dass wenn das etwas versagen sollte, dass ich hier sofort bremsen kann. Weil die Reibung halt das direkt zum Stehen bringt. Ich mache das jetzt fest. Und ich muss echt sagen, es ist so unfassbar schön hier gerade. Ich muss sagen, das ging erstaunlich gut. So, die ist jetzt hier da drüber. So, das mache ich jetzt nur einmal prophylaktisch. Dafür kann ich jetzt hier, das kann ich leider nicht filmen, wie ich das hier dann richtig festmache. Aber das solltet ihr eigentlich da unten mit dieser Kamera sehen.
ich habe das jetzt hier einmal mit Ruhe geworfen. Da hinten, da ist dieser Pimmel, den ihr da seht, was das hier nicht zurückrutschen kann. Dann habe ich hier den Karabiner drum gelegt, dann dieses vorgenähte Seil da drüber gemacht. Und jetzt werfe ich hier diesen Beutel mit dem Seil nach unten. So, und dann habe ich jetzt hier das Seil hängen, an dem ich gleich schaukeln werde. So, da bin ich wieder unten. Hier ist das Seil, was ich gerade aufgehangen habe. Und das werde ich jetzt so machen, dass ich daran schaukeln kann. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? Halbe Stunde hing ich da jetzt um, bis ich das alles fertig hatte, bis ich oben war, bis ich wieder unten war, bis ich das so hatte, dass es mir gefällt. Aber jetzt sieht das so super aus und jetzt kann genau nichts eigentlich passieren. So, das Seil ist jetzt feste. Jetzt nehme ich mir hier wieder das Grigri, lege das Seil genauso da wieder ein, als wenn ich gerade klettern würde. Ich mache den Karabiner hier natürlich schon zu. Ziehe das hier an und dann sieht man hier diesen Schließmechanismus. Wenn ich mich da reinsetze, schließt er sofort und dann geht das Seil hier nicht mehr raus. Dann kriegt man das. Gut, das war jetzt der Vorführeffekt, weil ich locker gelassen habe. Aber dann hier sieht man, geht das nicht mehr raus. Nur wenn man hier diesen Hebel umlegt, dann kann man sich halt wieder runterlassen. Alles hier übrigens, was ich hier benutze, verlinke ich mal in der Videobeschreibung. Wenn ihr zum Beispiel euch jetzt hier irgendwie eine Aufstiegsklemme oder ein Seil kaufen wollt, verlinke ich alles unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das mal anschaffen wollt. So, dann ziehe ich das jetzt hier stramm. Und wenn ich jetzt hier gleich abspringe, das ist hier alles erhöht, das geht hier alles runter, nehme ich diese Hand, ziehe ich hier dran und dann ziehe ich gleichzeitig hier rein, sodass ich dann wieder auf Spannung bin, sodass ich dann nicht abstürze. Und ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Also ich würde sagen, das war doch mal mega gut. Das ist einfach richtig geil gerade. Jetzt, meine Freunde, wird geschaukelt und es entstehen ein paar richtig geile. Viel Spaß bei dir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht, das hier zu machen mit euch. Und sage bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Samstag und einen Sonntag. Und ich schaue jetzt hier noch ein bisschen. Genießt das Wetter, den Schnee. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss. From up here.